woran wir hier immer so fleißig schrauben. Matze, sag uns doch ein bisschen was zum Eismobil. Ja, unser Eismobil ist extrem gut ausgestattet. Jetzt natürlich auch wieder mit einer neuen Batterie. Der Grund für die neue Batterie ist ganz einfach zu erklären. Wir gehen einfach mal ins Eismobil. Wir haben nämlich einen Haufen Technik dort drin. Also, erzähl doch mal was, Max. Ja, wie ihr seht, sind hier 1000 Schalter. Das sieht aus wie in einem Cockpit. Und das ist es mittlerweile auch, denn das sind lauter Kontrollschalter, mit denen wir die Elektronik dieses Autos steuern. Angefangen. Bei der Kühlbox, die sich auf der Rückbank befindet. Jetzt im Moment nicht ganz so gut zu sehen. Das silberne Ding da. Dann der zweite Schalter dient zum... zur Steuerung des Radios. Genau. Wir haben einen Radiotransmitter, womit wir unsere Musik hören können. Den habt ihr auch schon im ersten Video gesehen. Und dann den dritten Schalter haben wir für unseren... für unsere Strombox. Ganz wichtig, die Strombox. Die Strombox befindet sich hier hinten. Da seht ihr jetzt gerade ganz viel. Und zwar ist das ein Stromumwandler, sodass wir unsere eigene Steckdose im Auto haben. Und da haben wir dann hier, ich hoffe, ihr seht das jetzt mal, ja, unseren eigenen Stromverteiler. Wo wir also Handys aufladen können. Laptop, Kamera, alles was man so auf der Reise braucht. Ja. Alles angetrieben durch eine 12 Volt Autobatterie. Was auch der Grund ist, warum wir uns jetzt eine neue besorgt haben. Genau. Ja, und dieser abenteuerliche Schalter da oben drauf, der hat eine ganz besondere Funktion. Und zwar haben wir den selber drauf gebastelt und der ist für die Fußraumbeleuchtung. Die wir selber installiert haben und den Schalter an die vorgefertigte Verteilerbox dran geschraubt haben. Wir können das einfach mal ausprobieren. Wir sind jetzt einfach im Tagmodus. Wenn wir jetzt den Schalter nochmal bewegen, dann sehen wir es im Nachtmodus. Das ist spannend, oder? Naja, das ist also wie gesagt das Eismobil. Ja, mit dem cruisen wir so durch die Gegend und das ist ganz cool. Wir haben auch schon Deko-Elemente, also die Weiblichkeit hat auch sowas zu sehen. Nachmittag, das ist schon fast 4. Oh, man hat auch kein Zeitgefühl mehr. Das geht vollkommen flöten in dem Eismobil. Das ist quasi eine Zeitmaschine. Ja. Naja, in dem Sinne erstmal Prost und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.